Hi, ich grüße euch. Heute in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ich alle Pullover-Teile gestrickt habe. Danach zeige ich euch, wie ich Rollkragen gestrickt und wie ich mein Pullover fertiggestellt habe. Bund für mein Pullover ist bei allen Teilen genauso gestrickt, also in Rippenmuster, zwei Maschen rechts, zwei Maschen links, bei Vorderteil, Rückenteil, bei den Ärmeln und bei dem Rollkragen. Weiter habe ich glatt rechts gestrickt, was man hoffentlich auch hier gut erkennen kann. Ich werde versuchen, euch zu erklären, wie ich das Rückenteil gestrickt habe. Zuerst will ich euch zeigen, wie das Rückenteil aussieht. Ich kann euch schon jetzt sagen, dass ich für das Bund 98 Maschen aufgenommen habe. Dann habe ich zweimal das bunte Motiv gestrickt. Wie ich das Motiv gestrickt habe, habe ich euch in der ersten Folge gezeigt. Dann habe ich Reglanschnitt und Abschluss gestrickt. Hier zeige ich euch nochmal das Rückenteil mit ein paar wichtigen Sachen. Ich habe für euch zwei Schnittmuster vorbereitet. Eins davon ist in Maschen und Reihen beschriftet. Und das zweite Muster, Schnittmuster, ist in Zentimetern. Wie ich Reglanschnitt gestrickt habe, könnt ihr hier genau sehen. Reglanschnitt wird identisch bei Rückenteil, Vorderteil und bei den Ärmeln gestrickt. Anders bei jedem Teil wird nur der Abschluss sein. Und jetzt werde ich euch kurz erklären, wie ich das Vorderteil für meinen Pullover gestrickt habe. Nachdem ich das Rückenteil fertig gestrickt habe, habe ich das Vorderteil gemacht. Es war fast identisch gemacht wie das Rückenteil. Anders war nur das, dass ich Halsausschnitt ein bisschen tiefer gestrickt habe. Genauso wie hier zu sehen ist. Auf diesem Bild könnt ihr genau ablesen, wie viele und welche Maschen für das Halsausschnitt abzunehmen sind. Reglanschnitt bei Vorderteil ist genauso wie bei dem Rückenteil zu stricken. Wie ich die Ärmel gestrickt habe, das werde ich euch erklären. Dieses Schnittmuster ist in Zentimeter gezeigt. Das Motiv ist genauso wie beim Rücken- und Vorderteil auch in den Ärmel vorhanden. Dieses Schnittmuster ist in Reihen und Maschen. Und ihr könnt auch hier auf diesem Schnittmuster erkennen, wo und wie viele Maschen zuzunehmen sind. Hier nochmal ein Ärmel. Also ich habe Rippenmuster gestrickt, dann kommt buntes Motiv, ein grauer Streifen dazwischen, ein buntes Motiv nochmal, Reglanschräge und Ärmelabschluss. Diesen grauen Abstand zwischen den Motiven ist bei den Ärmeln schmaler als bei dem Rücken- oder Vorderteil. Auf dieser Zeichnung könnt ihr es hoffentlich gut erkennen. Auf diesem Bild zeige ich euch nochmal alle vier Pullover-Teile.
So sieht mein ganzer Pullover aus. Bevor ich euch zeige, wie ich den Rollkragen gestrickt habe, erkläre ich euch, wie ich die alle Pulloverteile zusammengenäht habe. Zuerst habe ich das Rückenteil und das Vorderteil an den Seiten zusammengenäht. Dann habe ich die Ärmel zusammengenäht. Und danach die Ärmel eingesetzt. Die Ärmel habe ich an den Regalschrägen zusammengenäht. Ich zeige euch jetzt, wie ich es gemacht habe. Ich habe hier schon ein Stück zusammengenäht, ein Stück von dem Ärmel. So wie ihr hier seht, habe ich den Ärmel rechts auf rechts zusammengelegt und dann separat einmal an das Vorderteil nach oben dran genäht und dann wieder von unten nach oben an das Rückenteil dran genäht. Ich steche mit der Nadel in die Reihen bei Ärmel und bei entweder Rückenteil oder Vorderteil ein. In jede Reihe bei den Ärmeln und bei dem Vorderteil oder bei dem Rückenteil. Ich versuche beim Nähen den Faden nicht zu feste und nicht zu locker anzuspannen, damit der Naht ganz schön elastisch bleibt. So sieht meine zusammengenähte Reglanschräge aus. Wie mache ich einen Rollkragen? Als ich die Ärmel schon dran genäht habe, dann habe ich begonnen, für meinen Rollkragen Maschen aufzunehmen. Ich habe hinten an dem linken Arm, an den linken Ärmel angefangen, die Maschen aufzunehmen. Dann nach Richtung Halsausschnitt vorne, den zweiten Ärmel und am Rückenteil am Halsausschnitt habe ich die letzten Maschen für meinen Rollkragen aufgenommen. Mein Rollkragen habe ich in Reihen gestrickt. Ich habe meinen Rollkragen zuerst mit 4 mm Stricknadel, dann mit 5 mm und dann bis zum Ende mit 6 mm Stricknadel gestrickt. Dadurch hat mein Rollkragen solche Form bekommen. Ich zeige euch gleich, wie ich für meinen Rollkragen die Maschen aufgenommen habe. Ich hoffe, dass ihr hier auf dem Video gut erkennen könnt, wie ich die Maschen aufnehme. Ich wollte, dass zwischen dem Pullover und dem Rollkragen so eine Linie entsteht.
Deswegen habe ich die Maschen von außen zu mir auf der Stricknadel aufgenommen. Und so habe ich jede neue Masche aufgenommen. Von außen gestochen in die oberste Schlinge von jeder Abschlussmasche. Es waren zusammen 106 Maschen, die ich aufgenommen habe. Als ich die Maschen für meinen Rollkragen aufgenommen habe, es waren 106 Maschen, habe ich in Reihen in Rippenmuster 2 Maschen rechts, 2 Maschen links so lange gestrickt, bis ich meine gewünschte Rollkragenhöhe erreicht habe. Wenn Rollkragen fertig gestrickt war, habe ich ihn an der Seite zusammengenäht. Und diese Naht ist fast unsichtbar, kann man ihn fast gar nicht mehr sehen. Das ist mein erster selbstgestrickter Rollkragenpullover. Bis jetzt habe ich mir Rollkragenpullis nur gekauft. Ich war sehr neugierig, ob ich es schaffe, mit dem Rollkragen und mit den Reglanschrägen zu stricken. Und meiner Meinung nach, mein selbstgestrickter Pulli ist mir gut gelungen und ich bin sehr zufrieden damit. Und das wäre auch schon alles für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die wir zusammen verbracht haben und ich hoffe, dass euch mein Pulli gut gefallen hat und dass jemand von euch vielleicht für sich selber so ein ähnlicher Pulli stricken wird. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!